habe gerade mit dem Achim telefoniert, ne? Der schmeißt sich weg. Der lacht sich krank. Er hat schon wieder Anzeige kassiert. Ne? Schon wieder angezeigt und sagt, ah, was, das wird eingestellt. Ne? Die kapieren das nicht. Ne? Der Achim hat Erfahrung. Weißt, der Achim ist auf Bewährung. Der ist praktisch vom Fach. Das war wieder Wochenends. Der Achim steht ja Tür in den Clubs da, weißt so, Techno-Ding. Der Achim steht Tür, schon immer. Ah ja, ist noch so Hip-Hop, ho, ho. Weißt, in der Schlange siehst du schon hier sehr viel Schnupfen. Dr. Feelgood. Dann natürlich Russe-Cocktail und. Naja, und das war jetzt am Sonntag früh, vorletzte Woche, da ist Chillout. Chillout ist wieder anders. Das ist noch der Ausklang vom Freitag. Ne? Und da kommen ganz andere oft. Und die, was da kommen, die sind noch blöder. Weißt du, oft auch so Studierte mit dem Bart, so, weißt du, wie sagt man das, so, Hipschler, Hipsch, Bockpfeife, Hipschler. Ne? Und genau so ein Kandidat, weißt du, typisch so studiert, von nix Ahnung, aber dafür keinen Plan. Ne? Und genau so einer steht vor dem Achim. Und war das er nicht auf mit seiner Freundin, die war so mit so Zipf, so Raster, Rasterzipf, aber ohne Bart. Ne? Und der Achim hört zufällig, was die Rede, weil war Stagnierung, bis einer raus muss er warten. Da sagt sie, ja, ich bin zu 95% vegetarisch, zu 100% vegan, aber neulich habe ich einen Chicken Chicken gegessen, das war so eklig. Nie mehr Fleisch, nie mehr. Und er sagte, ja, das kann ich verstehen, hast du kotzen müssen? Nein, dazu war ich zu stoned. Ne? Und da hat der Achim schon gewusst, das wird schwierig mit der Genehmigung für den Einlass. Ne? Aber nicht wegen Droge, Droge ist denen egal, wegen Geschwätz. Ne? Droge, du, die Sölle und Speise, überhaupt sag, keine Waffe. Ne? Dann kommen sie her, dein Standardsatz vom Achim immer, guten Abend, ist irgendwas in Ordnung? Ne? Dann gucke ich die immer, ne? Dann nimmt er die Handtasche, oh, Nagelzwicker, sagt er, nächstes Mal ohne Nagelzwicker, dann darf er wieder nein und tschüss. Waffe, dann, das geht nicht, das war noch nie, warum, das geht nicht. Und dann sagt der Achim, doch, das geht. Ne? Und schiebt, dann hat die auf den Nei getrommelt, die Jamaika-Zöpfe sind geflogen. Ne? Und dann ist der Quetsche dazugekommen. Der Quetsche ist der Kollege. Ne? Wenn den siehst, da zieht dein Leben ganz schnell an dir vorbei. Ne? Amtshilfe, weißt du, für den Achim. Der Quetsche, der ist nur mal den Kopf größer wie der Achim. Ne? Und das geht gar nicht, weil der Achim hat schon einen Kopf zu viel. Ne? Und der hat das Ganze dann. Na, weißt, die Mähne immer da, die Wockhübschler da. Ne? Ohne die geht gar nichts in dem Land. Ne? Aber wenn der Vater die Kreditkarte sperrt, haben sie einen Burnout. Weißt? Ne? Der hat immer gesagt, der Hübschler da, wie er gesagt, der Kerl, der ist so brauchbar wie ein Messer ohne Klinge, wo einer der Griff fehlt. Ne? Ja, und der Quetsche ist nicht auf Bewährung. Der Quetsche ist nicht bewährt, der ist ganz normal dort. Ne? Der ist auf Freigang. Ne? Der, und zum Wiedereingliederungsding steht der Tür, ganz normal. Ne? Drei Tage später Anzeige, aber das ist Hausrecht. Wenn denen dir deine Nase nicht passt, dann gehst du da nicht rein. Ne? Und zur Not wird sie passend gemacht. Naja, das ist ja. Und der Quetsche, der kennt den Bruder von der mit dem Zopf. Der hat gesagt, die ist neulich aus ihrem eigenen Laden rausgeflogen. So ein Veggie-Voodoo-Hasenfutterladen, ne? So ein Imbiss, wo du da reinsitzen darfst. Ne? Und die Chefin hat sie gesagt, verlasse meinen Laden, du bist nicht aus Jamaika. Das ist kulturelles, wie heißt das? Kulturelle Enteignung. Ne? Dabei hat die alles selber so Zöpfe, weißt? Der geht auch bloß das Quetsch auf die Senkel. Ne? Naja, das, ne? Dann hat sie noch geschrieben, und markiere mich nicht immer bei Instagram, weil mein Ruf ist noch nicht ruiniert. Ne? Oder mein Ruf geht kaputt, nicht deiner, ne? Der ist schon. Aber weißt du, kulturelle Enteignung, wenn das Stimme tätet, da darfst du nicht einmal mehr Jeans anziehen. Also du fängst deinen Hund mit dem Lasso. Ne? Da darfst du nicht einmal einen Knödel mehr essen, ne? Außer du bist aus Bayern. Und da haben wir gesagt, diese Hübschler wuchs da. Ne? Drogenmäßig sind die ganz schlau. Weißt du, wieso? Die nehmen keine. Die nehmen Tabletten. Tatsache, wegen der Nebenwirkungen.
offiziell verschrieben und Wechselding und dann die Beipackzettel, die werden gehandelt. Und weißt du, was ich glaube? Wenn du zu viel einwerfst von dem Zeug, weißt du, was denn ist? Dann pappst du dich, glaube ich, irgendwann mal auf die Straße. Und das heißt, und jetzt hör mal. Jetzt haben wir den Grund gefunden. Das ist deswegen. Da ist mal so einer in der Schlange gestanden beim Achim. Hat er gesagt, sag mal, pappst du dich auf die Straße? Da sagt er, jawohl. Da sagt der Achim, du, hoffentlich nächstes Mal mit dem Gesicht. Also, muss man sagen. Ja, sag mal, dieser Tuchitz da, ne, von den Bayern, was ist denn mit dem? Da, noch im letzten Spiel Bayern-Dortmund, was der da verzapft hat, das war ja einwandfrei. Also zum Tuchel sag ich jetzt gar nichts, sonst ist er mir auch noch beleidigt. Aber andererseits denkst du schon, Mensch, vom Klassiker Dortmund gegen Bayern, da war das Highlight des Duell Tuchel gegen Matthäus. Ich glaube, der Tuchel, wenn du den kritisierst, ne, das ist für den Kritik. Oder so.